Oh, jetzt sind wir 14 Uhr, okay. Komm, 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 14:30, komm, 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 komm. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ja, gleich, ja, 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 ja. Jawohl, so, es geht sofort zur Arbeit. Oh mein Gott, war das knapp. Ja, beginnt Fahrgemeinschaft. Los. Heute mal wieder. Kochkunst üben. Gehst ein bisschen stinkend zur Arbeit, aber es ist egal. Das Bild ist übrigens sehr cool da. Ich mag das Bild sehr. Es ist auch so ein bisschen asiatisch, ne? Vorhin gesehen. Okay, schafft es ja. Sie ist schon am Arbeiten. Start in einer Stunde und sie geht zur Arbeit. Puh. Alles klar. Aber es war wichtig, jetzt haben wir es erreicht. Okay. Ich teile das, glaube ich, jetzt in zwei Folgen hier auf, weil ich will wirklich reisen. Das heißt, ich möchte, dass er noch das hier... Ne, obwohl, jetzt ist es ein bisschen anstrengend hier alles, glaube ich, für ihn. Das kann er auch... ach ja, ich spiele noch weiter. Schreibe ich erstmal auf Toilette. Und dann planen wir unseren Urlaub. Also nicht jetzt, aber dann kannst du ein bisschen, bisschen zocken, ne? So, bist du arbeiten? Stinkst ein bisschen, aber... Oh, Monsieur, ich bin ein bisschen stinkend und hier ist Wasser. Warum ist hier Wasser? Oh, es läuft ein bisschen aus, aber es ist Regen. Oh, Monsieur, bon vous, was ist hier los? Ja, du stehst noch ein bisschen dumm da, du Idiot. Was ist los? Bist du festgebackt? Dann helfe ich dir mal, Effen Münch. Ja, warte mal, Reset. Wie heißt du nochmal? Ethan Bunch. Ethan Bunch. Ja, warte mal, ich muss erst mal gucken, wie der heißt. Ethan Bunch, okay. Reset Sim. Ethan Bunch. So. Man muss ja auch mal den kleinen Leuten helfen. Und guck mal, wer ist. Es ist natürlich... Mann, geh mal weg hier. Meiko Shion. Ja, man merkt schon, die selbsterzählten Sims erkennt man sehr schnell. Die sehen nämlich immer alle sehr attractive aus. Was daran liegt, dass ich einfach... Das war, guck mal... Ach, ja, stimmt, unsere Tochter geht ja niemand. So, du zockst ein bisschen, geht's dir denn schon besser? Könntest mal wieder mit deinen Kumpeln ein bisschen, ne? Können wir so eine. Der Küchenchef fordert immer heraus einen riesigen Stapel Teller aus dem. Jawohl, ja, wir sind hallo im Küchenchef. So, du machst mal ein bisschen jetzt hier Kontakte mit deinen. Oh mein Gott. Du bist auch. Oh, das ist aber schön. Ja, Löchchen, ich möchte sie gerne. Ja, ja. Ja, ich muss jetzt aber leider zur Arbeit, meine Liebe. Miyabsa, Michanji. Ich mag deinen Gruseleffekt, das ist für cool. Grausamkeit, Logen. Ja.
Marble. Websey Nobble. Haba? Lur Herbal. He's a Vomagic. Bepto Garnish. So, was hast du noch nicht und was hast du nicht abgeschlossen? Gibt's da irgendwas? Ja, ist grauenvoll, ne? Siehst du freundlich? Nein, freundlich. Müssen kennenlernen. Hatten wir jetzt nicht schon mal eine Folge, wo sie da stand oder irgendwie so? Über Laken reden. Okay, das ist ein bisschen billig, aber gut. So, dann müssen wir aber wirklich los, weil sonst... Weit wird, so gut sind wir gar nicht. Warum ist charismatisch? Das kann ich mir vorstellen. Sie wirkt sehr charismatisch und sehr cool. Auch wenn ich nicht weiß, was sie da anhat, sieht aber sehr. Also, ich mag saubere Laken. Ne? Saubere Laken sind wichtig. Ja, das glaube ich auch. Sehr wichtig. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn sprechen soll. So. Ich mag war. Ach ja, hier. Ne, der lokale Spuk ist voll toll. Ich bin ja hier Geisterjäger und deshalb, ja. Ich muss jetzt auch mal wieder los. Jo, jo, jo. Oh ja. Ja, voll die Grusel. Ja, ist doch schön jetzt. Ne? Also, Raven als Freundin zu haben. Roman Torchpick, Crow, Cinder. Und hier Edward Enigma, Magical Dispel, Collar Grusel, Neopolendyle, den Joker haben wir auch noch kennengelernt, der ist aber schon wieder weg. So, ich muss jetzt los. Folgst du mir jetzt? Nein. Und fand gleichzeitig los. Süß. Folge mir. Das finde ich schon cool. Ich hoffe, sie folgt uns jetzt nicht, das ist ein bisschen creepy sonst. Nein, sie... Ach so, was sie wollte. Oh Gott. Ich spüre eine Präsenz. Oh nein. Es ist diese Sache, die ich hasse. Okay, tschüss. Ich habe schon mal gesagt, ich werde keine Geister, weil ich diese Aufgabe so nervig finde. Inversion, wütende Gespenster, als wäre. Weil das mit den Finden ist... Nee. Sorry, not sorry. Das ist mir nicht wert. Haben wir jetzt eigentlich irgendwas in der Tasche, so ein... Gespensterordnungssystem. Ach so. Halt, nein! Mal gucken, ob das jetzt funktioniert hier. Ach so. Schade. Gut, gehen wir weiter. Aber es ist gut zu wissen, also du siehst nicht mal, wo Gespenster... Ja, tut mir leid, Freunde. Ich suche ja kein Gespenster. Das geht mir am Hintern vorbei. Genau, das ist ja meine Kragenweite. Wir machen diese... Oh Gott, was hier los? Die bleiben wir sowieso nicht. Weil die nicht bleiben, machen wir einfach mal. Nee, Wie er immer sagt, ne? Er muss es doch machen. Kennen wir ja schon. Okay. Warum kriegen wir da Geld? Was ist da los? Ist das Bonus? Ist das Zahlung? Was ist da los? Nein, nicht zum Gehen überreden. Ah, Danny.
komm her, mein Freund. Du bist der Nächste. Also, dein Leben war schön, nicht? Ja, glaube ich schon. Bleib mal ganz ruhig, ja? Alles wird schön. Was ist los mit dir? Was hast du gemacht? Du hast Tagwerk. Herzlichen Glückwunsch. Die gute Leistung von Roma hat ja einen Bonus von 1084. Sie muss eine Beförderung angebracht. Sie ist nun Küchendirektorin. Als Küchendirektorin zählt es zu deinen Aufgaben, die Speisekarte zu verfeinern, die besonderen Wünsche der besonderen Gäste zu erfüllen und für einen reibungslosen Betrieb Restaurants zu sorgen. Mag sein, dass einige Angestellte unter dem von dir aufgehöhten Druck wie ein angestochenes Soufflé in sich zusammenfallen. Aber man kann halt nicht auf jeden Rücksicht nehmen. Und man findet jetzt 55, 15 bis 20 Uhr. Ich glaube sogar weniger. Ja, der arbeitet jetzt nicht mehr so lange. Was ist denn da los? Das ging aber. Ja. Freunde, wir haben es geschafft. Okay. Meine Erwartungen wurden übertroffen. Wir haben mit Ramona die Fähigkeiten, ja hier, ne, Kochen auf Level 8, Gartenarbeit, Athletik auf Level 6, Kunst auch ein bisschen. Sie ist auf Level 8, also Karrierestufe 8 aufgestiegen. Hat jetzt sowieso erstmal frei zwei Tage, also wir sind raus aus dem Scheider. Remy ist Level 10, der ist durch mit der Nummer, da kann ich mir aufsteigen. Und der hat auch hier Klavier und Logik, hat sein Buch angefangen, also wir sind ready for Urlaub. Sprich, wir werden die jetzt nochmal schlafen lassen oder nochmal den Tag ausklingen und dann werden wir am nächsten Tag oder vielleicht jetzt schon abends, ich glaube am nächsten Tag ja, nach Ägypten reisen. Das machen wir denn. Das wird diese Woche noch nicht passieren, aber wir werden sie auch jetzt früh ans Bett schicken, damit wir morgen früh los können. Wie man es auch beim Urlaub macht. Dann wird er buchen. Weil wir werden wahrscheinlich sofort los müssen. Du duscht. Wenn du nach Hause kommst, du kannst erstmal was essen. Und zwar noch einen schönen Hamburger. Schwung auch noch ein bisschen vor, damit das alles ein bisschen schneller geht. Und in der nächsten Folge, die beginnen wir dann mit der Reise. Das heißt. So. Nein, du wirst nicht malen, du sollst was essen. Und zwar Spaghetti. Also, morgen fahren wir los. Ja. Früh am Morgen. Dann gehen wir auch gleich ins Bett. Genau. Mhm, Spaß. Beide brauchen Spaß. Liebe Freunde, ich würde sagen. Wir haben lange keine romantischen Interaktionen mehr gemacht und die Liebe soll auch nicht einrasten, ne? So. Ich meine, wir sind schon sportlich geworden. Wenn du verstehst. Guck mal, ich bin voll cool. Du bist richtig fit geworden. Ja, extra für dich. Mm. Dann natürlich. Guck mal, wie wir aussehen machen, wie schön sie wieder aussieht. Dann einen schüchternen Kuss. Dann bitten Hexenkatur aufhören. Was zum Teufel? Hände halten, guter Witz. Küssen wir ein wenig. Dann. So. Der Entspannung. Oh Gott, ist das süß. So. Das, ja. Liebe Freunde, vor dem Urlaub noch ein bisschen alles vorbereiten. So sollte es sein.
Come on. Und ich würde sagen, lasst uns doch etwas Spaß haben. Oh Gott, ja, schnell weg hier, das ist FSK 18. Ist das nicht schön? Ja, diese Beziehung ist wirklich sehr schön, muss ich sagen. Und, Alter, stöhne ja nicht so rum. Muss ich wirklich sagen, diese Beziehung ist so schön einfach, weil die wirklich, die sich einfach lieben. So, dann wirst du schlafen und du wirst auch mal eine Runde schlafen. Und schwupps, synchronleicht, so muss das sein. Weil einfach die lieben sich, man merkt das richtig, ne? Das ist einfach so diese Gothic-Romanze. Das wird nicht mehr passieren. Jetzt. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Wir werden vorher in den Urlaub fahren. Genau, ach du Schande. War das ein Zeichen? Okay, ich würde sagen, ich mache mal hier einen Cut, damit wirklich ich die nächste Folge mich auf Urlaub konzentrieren kann. Also bis dann. Sayonara.